Ja, und da bin ich wieder beim Gebäude von Bloom. Und wir müssen uns hier irgendwie rein versetzen. Ehemaliger Marine. Der darf uns nicht sehen. Richtig. Irgendwie müssen wir hier rein. Wie genau, habe ich noch nicht auf dem Schirm. Aber das dürfte. Was ist denn, wenn ich den jetzt quasi sprenge? Denk nach, Mann, denk nach! Ich hoffe, dass es nicht davon denke. Ist der drin oder draußen? Nee, der steht einfach nur so da. Zwei Idioten. Alter, die dürfen mich nicht sehen. Das sind sogar noch drei.
Prüfer noch ab. Hier ist nichts zu sehen. Ich gehe weiter. Achtung! So, jetzt sind eigentlich alle tot. Dürfte mich quasi kein Mensch mehr sehen dürfen. So. So, hier ist jetzt alles offen. Ich renne jetzt einfach mal durch. Das wird gehen. Soll ich den Kasten hinten scannen? Ich habe schon gedacht, jetzt muss ich raus. So, Nummer 1 haben wir. Vornamen kannten wir die Zahlen, die wir für einen Sieg brauchen. Und das CTOS hat berechnet, welche Botschaften wir den Menschen wann und wo zeigen müssen. Nicht unterschwellig, sondern Klartext. Gott, sogar ich habe für ihn gestimmt. Natürlich auch, weil das Management verlangte. Unbemerkt in Blooms Netzwerk ein. Langsam wird die Sache doch richtig nice. So. Wo fangen wir an? Da. So, dann wollen wir mal. Zack. Alter, so. Ich bin in Position. Sollte nicht lang dauern. Wenn du die Spyware installierst, wird ein Virus gestartet. Der scannt das System nach meinen Daten und löscht sie. Okay. Dann go. Kannst du das nicht entdecken? Nein. Ich kann die beobachten, aber die mich nicht mehr. Hoffentlich geht das gut. Miss Gardner. Ein gewisser Damien Branks möchte Sie sehen.
Damien Brinks. Worum geht es? Es geht wohl um Raymond Kenny. Ach so. Schicken Sie ihn her. Ja, ma'am. Damien. T-Bone, bin fertig. Dein Name ist Sauber und Spyware ist drin. Ja, ich registriere schon die Pinks. Gut gemacht. Und jetzt raus da. Sekunde. Auf den Servern ist ein Name aufgetaucht. Jemand, den ich kenne, ist hier. Ich sehe mir das an. Mach keinen Scheiß, Aiden. Diese Jungs sind keine Dorftrottel. Ich bin bald zurück. Sag mir nicht, Damien Brinks ist jetzt hier auch noch mit denen unter einer Decke. Damien, das gibt's doch gar nicht. Meine Aufmerksamkeit. Reden wir über Raymond Kenny. Eins nach dem anderen. Sie müssen wissen, dass ich Dreck gefunden habe über einige CTOS-Manager. Welche Art Dreck? Die kostspielige Art. Ganz ruhig. Ich bin kein Erpresser. Also kein Geld. Was dann? Ganz simpel. Sie können den Dreck haben. Weniges ist so einfach. Wie lautet der Preis, Mr. Brinks? Ich will in CTOS. Ich gebe Ihnen Kenny, den Dreck. Sogar den Rächer, sobald ich mit ihm fertig bin. Ich weiß, die Leute da oben würden das nicht erlauben. Aber die müssen es ja nicht wissen. Und Kenny ist gleich hier in Pony. Och, das gibt's doch nicht, dieser Penner. Entschuldigen Sie mich. Wir haben Kenny. Bewegt euch. Es ist immer schön, wenn man helfen kann. Scheiße. Alarm ist ausgelöst. Seht euch um. Verdammt. Damien wird noch alles vermasselt. Los, ich decke dich. Warum merkt er das nicht? Wir brauchen Ray Kenny. Ich muss ihn da rausholen. Weg hier. Damien hat T-Bone verraten. Er wollte mich aufhalten und hat's auch versucht. Diesmal gewinnt er nicht. Scheiße.